Gestern war es prunkvoll und pompös, heute vor allem fröhlich und ausgelassen. Mit Straßenfesten und Teepartys haben in Großbritannien Zehntausende die Krönung von König Charles III. Und Königin Camilla gefeiert. Auch einige Familienmitglieder der Royals nahmen am sogenannten Coronation Big Lunch teil. In die Partystimmung mischte sich aber auch Kritik am harten Durchgreifen der Polizei gegen demonstrierende Monarchiegegner. Am Tag danach sieht es in London aus wie nach einem Festival. Während aber am Buckingham Palace noch die Spuren beseitigt werden, wird ein paar hundert Meter weiter im Regent's Park schon wieder gefeiert. The Big Lunch, die großen royalen Straßenpartys, die seit 70 Jahren immer der Queen galten. Diesmal sind sie zum ersten Mal für den neuen König. Die Krönung hat einen positiven Effekt auf uns alle. Alle feiern hier. Großartig. Das macht uns Briten aus. Es geht darum, deine Nachbarn kennenzulernen, denen man sonst nicht Hallo sagen würde, um den König zu feiern. Und das ist die ideale Gelegenheit dafür. Er wird ein brillanter König. Er ist ein bescheidener Mann und wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Weiter diskutiert aber werden heute auch die gestrigen Festnahmen von mehr als 50 Monarchiekritikern. Die Polizei beruft sich dabei auf ein neues Gesetz, das ihr erlaubt, Demonstranten festzunehmen, wenn auch nur der Verdacht besteht, sie könnten die öffentliche Ordnung stören. In Windsor beginnt heute Abend das große Krönungskonzert, zu dem mehr als 20.000 Besucher erwartet werden. Am Tag danach ist sich das Land einig, dass die Krönung Charles III. Ein voller Erfolg für die britische Monarchie war. Dennoch überschatten die gestrigen Verhaftungen dieses Wochenende. Ein Gesetz, das es erlaubt, friedliche Demonstrationen willkürlich zu beenden, gehöre in autoritäre Staaten, nicht aber in eine Demokratie, sagen die Kritiker. Das Gesetz aber ist nun in Kraft und wird auch in Zukunft das Demonstrieren in Großbritannien deutlich erschweren.